Hallo Caro! Hi. Wir führen die Hände zu unserem Herzen und sprechen ein gemeinsames Om. Leute, hier seid ihr. Ich habe euch schon überall gesucht. Sag mal, wo wart ihr denn jetzt schon wieder? Sehr geehrte Anwesenden, hiermit begrüße ich Sie herzlich, danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen und erkläre gleichzeitig diese Versammlung für eröffnet. Also, wie vielleicht schon zu allen durchgedrungen ist, debattieren wir heute das Motto, die anstehende Feier unserer Reifeprüfung. Mann, Sarah, du bist Stufensprecherin und nicht die Präsidentin des Bundestags. Ich dachte, ich mache es ein bisschen offizieller, damit euch der Ernst der Lage klar wird. Welcher Ernst? Na, wenn wir Deppen dem Direktor nicht bis morgen ein Motto vorlegen wollen, will er sich selbst eins ausdenken. Das klingt nicht gut. In der Tat. Sein Vorschlag ist nämlich bis jetzt nicht für die Schule, fürs Leben lernen. Toll, Kevin. Noch besser wäre wahrscheinlich auf Latein. Wir hatten doch schon ein Motto. Ja, das ist abgelehnt worden. Wieso das denn? Keine Ahnung. 13 Jahre nichts gelernt? Also ich fand das gut. Wir machen keine Performance bei der Abi-Feier. Aber irgendetwas Künstlerisches braucht man ja wohl. Ja, was Künstlerisches, aber keinen von deinen Performances. Super. Das ist mein Abi-Komitee. Frau Picasso vom Kunst-LK und der Nerd von Jugend forscht, der mit seiner Biotopen-Idee eine Reise nach Helgoland gewonnen hat. Legoland, Sarah, das heißt Legoland. Heute noch mal zu erscheinen oder hat er wieder einen Termin bei seinem Broker? Wir fangen einfach Ronin an, mal wieder. Ich hätte noch eine Idee für ein Motto. Abi-Art! Abiturkunst. Kunst und Abitur. Das passt auch zu meiner Deko-Idee. Wir projizieren eine riesige Tomate an die Wand. Dann noch zweimal rote Farbe und Musik für meinen indianischen Regentanz. Kraft und Farbe und Farbe und Kraft. Und Tanz, Kunst, Leute, Kunst. Beflügelt euer Leben. Super Live-Act, dann kommt doch das Motto doch gar nicht mehr an. Ja, als Live-Act wollte ich ja eine Performance.